Ja, moin Leute. Wir sind hier an Bord der MS Einigkeit. Ich bin der Kapitän und Eigner. Ich bin seit 23 Jahren selbstständig mit meinem Hochseeangelkurs der Einigkeit. Und ja, wir haben sehr viele schwierige Zeiten hinter uns. Aber das, was das letzte Jahr passiert ist, durch die Politik, durch Regularien, das treibt uns jetzt an den Rand des Wirtschaftlichen aus. Wir haben, es ist alles gesagt, es ist alles geschrieben. Aber unsere Umsatzzahlen für das erste Quartal, die schreiben ein deutliches Wort. 70% Rückgang unserer Buchungen. Wir fahren zurzeit kaum mit Auslastung. Und wir hoffen jetzt auf den April. Und es muss einfach jetzt jedem Politiker klar sein und jedem Verantwortungsträger, dass wenn jetzt nichts passiert und es nichts geändert wird und es weitere Einschränkungen kommen, dass das Wirtschaftliche aus für die gesamte Hochseeangelflotte hier oben in dieser konjunkturschwachen Region, das wird das Ergebnis davon sein. Und das muss jetzt jedem Politiker klar sein. Es muss jetzt das Schiff gewendet werden und eine positive Stimmung erzeugt werden. Ansonsten wird es diesen Zweig Hochseeangelschiffe in Deutschland oder hier in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr geben. Das muss einfach jedem klar sein. Es ist jetzt 11:55. Ja, die komplette Sperrung hat natürlich demzufolge, dass dass ein Großteil unseres Fanggebietes verloren geht und natürlich unsere Angelschaft auch wissen, dass wir dann auch nicht mehr zu den Fischen fahren können. Was nützt uns denn eine Ausfahrt, wenn wir nicht in das Fanggebiet fahren dürfen? Und das weiß natürlich unsere Anglerschaft. Und schon alleine die Ankündigung, dass es dieses Sperrgebiet geben wird im letzten Frühjahr, hat dazu geführt, dass letztes Jahr im Herbst 30% unserer Buchungen zurückgegangen sind, obwohl es noch gar kein Sperrgebiet gab. Und jetzt durch die Einführung des Backlimits haben wir diese 70% Buchungsrückgang. Und wenn jetzt auch noch das Sperrgebiet kommt, dann ist es unser wirtschaftliches Aus. So sieht es aus. Es muss jetzt, die Politik ist jetzt gefordert, zu sagen, Mensch, da haben wir einen Fehler gemacht, das haben wir so nicht gewusst. Und es wird hier oben nicht nur mit der Berufsfischerei Geld verdient, sondern auch mit der Freizeitfischerei. Oder der meiste Teil sogar mit der Freizeitfischerei. Das hat man einfach vergessen. Hier existieren 40 Hochseeangelschiffe, die alleine 5 Leute beschäftigen. Da lebt der ganze Tourismus von. In der Vor- und Nachsaison, gerade in der Vor- und Nachsaison, ist das noch ein Klientel, um Leute hier in den Ort zu holen. Da lebt die Vermietung von, da lebt bis zum Bäcker der Campingplatz. Alle leben von diesem Zweig. Das muss jedem klar sein, dass sie damit nicht nur eine Handvoll kleine Schiffe zunichte machen, sondern ganze Ortschaften und Häfen. Ich hoffe, dass das jedem klar ist.